Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mountain Blade 2 Bannerlord. Mit meiner bereits fünften Staffel und der jetzt 58. Folge. Heute in der Vorproduktion am 28.08.23. Bevor es aber losgeht, gibt es wie immer ein herzliches Dankeschön. Und zwar geht's heute an Matze Matze. Der Matze hat nämlich am 28.10.22 das öffentlich sichtbare Abo bei mir hinterlassen. Herzlichen Dank dafür. Du warst Nummer 1036. Der Matze-Matze verschwindet jetzt aber wieder. Wir haben ausnahmsweise mal keinen Krieg. Ich will mich beeilen, weil ich habe Panik aufgrund von wir sind fast pleite. Okay, wir haben eine Quest, dass wir hier im Versteck herräumen sollen. Ich will aber vorher nochmal kurz schnell nach Poros. Vielleicht erwischen wir unterwegs noch eine Banditentruppe. Ja, ich war Entschuldigung. So, Handel. So. Na, hier wollen wir mal lieber 50. So. Dann gibt's ab jetzt halbe Ration. Aber auf den Moralboost möchte ich dann schon nicht verzichten. So. So. Wollen hier wieder Leute aufsteigen, theoretisch, aber ich kann das Geld gerade nicht ausgeben. Achso, Moment, eine Sache noch. So, Training. Edge. So. Continue. Und dann sage ich jetzt hier Burg Römer. Oh, Caps Lock drin. Burg Römer. Ne? So. Es ist gespeichert. Und jetzt sage ich einfach schon mal. Ach ne, mit rechter Maustaste, ne? Ja, genau. Huch, daneben. So. Zeig schon mal nicht mehr diese Zusatzkosten. Okay. Ist aber schnell. Da wären welche. Kommt mal ran hier auf Meter. Oh, 22 Raider, da können wir sogar kämpfen. Ah, ich hätte die Nacht verpasst. Zum Angreifen des Verstecks. Ganz klarer Fall von, wir wollen Infanterie skillen, würde ich mal sagen. Deswegen. Vor allem, das werden bestimmt Bogenschützen mit dabei sein. Oh, vielleicht doch nicht. Hallöchen. Boah, Böchchen. Durch den Baum. Haha. So. Die hatten so richtig Bock. Ein Verwundeter. Wunderbar. So, die nehmen wir mit. Aufleveln. Jetzt leider erstmal nicht. Das nehmen wir alles mit. Ich muss wieder an Geld rankommen. Und eine kleine Geldmenge haben wir auch bekommen. Okay, kurz nach Poros zurück. Ja, ich weiß. Es tut mir leid. Wir hatten kein Geld. Ja, okay. Ist doof. Jetzt haben wir schon wieder kein Geld. Eieieiei. Alles. Ach, dieser Bogen, ne? Den kann sie halt immer noch nicht führen. Wo ist sie denn gerade mit Bogen? Sie ist kurz davor. Das wäre doof, den jetzt wegzugeben. Der ist halt meisterlich, ne? Der ist in vielen Dingen besser als der, den sie jetzt hat. Ja, wäre doof, den wegzugeben. So, wir haben aber erstmal 5k gekriegt, immerhin. Das reicht wieder für ein paar Tage. Und wenn ich jetzt noch Glück habe, bin ich rechtzeitig da. Obwohl. Oh. Ich muss ja nicht zwangsläufig jedes Mal die Verstecke machen. Alles klar. Weil die Verstecke selbst wiederum...
Achso, alles gut. Ich habe mich gerade wieder in der Farbe gewundert. Weil die Verstecke selbst wiederum, die spawnen ja auch wieder neue Gruppen. Na gut, lass die Karawane machen, was sie möchte. Wir werden uns gleich erstmal schön gescheit hier vorne aufstellen. Und ein bisschen weiter oben. So. Bogenschützen hier so. In dem Dreh. Ein bisschen schräg. So. Die eine Kaff. Boah, hier so. Die andere da unten. Und dann lassen sie gleich mal kommen. ETF. Wir haben die dann gerade reingepfeffert. Krass. So, Infanterie-Schildwein. 85 Barbaren. Das ist schon geil. Na, Anschluss verpasst. Hättest eigentlich vorne laufen müssen. Bis Centurio. Meiner nur. Feuer einstellen. Na, war zu spät. Lass sie noch ein bisschen kommen, Männer. Lass sie noch ein bisschen kommen. Feuer frei. Ah, sieht schon besser aus. Achso, ich wollte auch ein bisschen mitskillen. Hier, bitteschön. Oh, Mist. Hier, halt mal. Danke. Okay. Kavallerie, viel Spaß. Moment mal, habe ich gerade einen Treffer abbekommen oder was war das? Okay. Ah, 85, das war jetzt ja schon schön. Also, da sind jetzt bestimmt auch gut Erfahrungspunkte dabei gewesen. Jetzt. Insgesamt 8 Tote, ein Verwundeter, aus meiner Gruppe gar nichts. Ich mache jetzt mal wieder die Upgrades. Nee, bei denen nicht. Huch. So. Schade. Waffenrang 5. Aber deutlich weniger Schaden. Also mehr rüstungsdurchdringend. Aber weniger Schaden. Nee, nehmen wir einfach so mit. Jetzt muss ich mal gucken, hat sie denn jetzt schon so weit geskillt? Nee, hat noch nicht gereicht. Schade. Ach, nee, komm. Das ist Verkaufszeugs jetzt. Gehen wir mal nach Lycaron. So, endlich mal dran denken, die Gefangenen zu verkaufen. Hier sind doch recht viele Truppen unterwegs, hätte ich nicht gedacht. Hau die einfach so raus. Nein, da war noch Triaria dabei, oder? Ach, egal. Und weg den Bums. Ach, wieder Geld, endlich. Aufgefallen ist mir außerdem auch, ich brauche wieder deutlich mehr Pferde. Streitrisse habe ich gar keine mehr, wa? Muss ja eben nochmal gucken, brauche ich denn für die hier überhaupt Streitrisse oder waren das normale? Steht da wieder nicht da, ne? Immer erst, wenn sie aufleveln wollen. Na gut. Oder? Da steht irgendwas Kavallerie da. Na gut. Sonst noch irgendwas hier in der Stadt gerade so an sich? Eskorte ist schon geil. Wettbetrug nicht. Oh, okay. Naja, ich komme immer dann am Versteck an, wenn es Tag wird. Natürlich. Haben wir hier nochmal einen größeren Trupp? Ne, bloß 3 Mann hier. Na komm, machen wir das Versteck. So. Da ging mir echt ein bisschen die Muffe sausen. Bezüglich der Tatsache, dass wir pleite gegangen sind. So, ich nehme heute mal Helden mit. Und da kann ich noch 4 normale mitnehmen. Oh. Was nehmen wir damit? Irgendwas, was noch niedriges Level hat. Ach hier, Miles.
So. Mal weniger Schützen diesmal. Was zum... Okay. Ha. Warte mal, Charge. Das soll Nebel bei Nacht sein, liebe Leute. Es sieht sehr eigenartig aus, ich weiß. Das ist halt noch das Mod-Wetter, ne? Das ist noch nicht das Wetter, was die Entwickler jetzt einbauen wollen. Mit dem Patch 1.2.0. Aua. So. Wie viele sind es noch? 15. Wo rennt ihr zuerst hin? Okay. Ich bleib mal lieber in eurer Nähe. Ich kenne mein Talent. Wie ist da oben? Keiner? Doch. Warum machen wir nicht zuerst die? Jetzt kommen die von der Seite. Ey, Keule, hör mal auf da. Das sind meine Jungs, auf die du da was wirfst. Das teilen wir uns auf hier, wa? Ach, schade, zu kurz. Alles klar. Nein. Das war mein Schild, der war teuer. Gib mir dafür dein. Danke. Alles klar. Noch vier. Ich hoffe, wir verlieren jetzt hier keinen. Okay. So. Duell oder Massenklatschen? Duell oder Massenklatschen? Massenklatschen! Leute? Angriff! Man sieht so wenig, ey. Ich weiß, hat Nilbe an sich. Wer hätte es gedacht? Ach, Kohlebeißer, du Idiot. Hättest du nicht noch eine Sekunde überleben können? So, aber gut. Nur Verwundete, sehr schön. Gäbe es sogar welche zum Rekrutieren, aber wenn ich ehrlich bin, das ist nicht der, was ich mitnehmen möchte. Die haben ein bisschen was gelagert. Gehabt. Hier noch ein bisschen Kapazität auffüllen, sehr schön. Bei den Rüstungen brauche ich jetzt wahrscheinlich gar nicht zu gucken. Na huch, wieso ist denn die Waffenlänge da so weit nach oben gerutscht? Bei der Waffe. Egal, kann man verkaufen. So, noch drei Trupps. Alles klar. Ich gehe erstmal wieder Stuff verkaufen. Nee, noch ein Trupp. Okay. Ah, Solimira hat ein Level gemacht. Moment. Solimira, da. Hast du jetzt Bogen 40? Immer noch nicht. Aber jetzt kriegst du nochmal einen Fokuspunkt drauf. Auf jeden Fall. Und nochmal einen Attributspunkt, damit du da schneller levelst. Dauert auch nicht mehr lange. Noch ein paar Schüsse von ihr und dann war es das. Kriegt sie endlich den neuen Bogen. Quatsch. Taverne. Weg damit. Handel. Weg damit. Ich habe übrigens noch einen Nahasavi versehentlich verkauft, habe ich letztens gesehen, ne? In der gestrigen oder in der heutigen Folge. Ist mir noch so... Ja, im inneren Auge vorbei gezogen und dachte mir so, ja, tschüss Pferd, war schön mit dir. Okay, ein Trupp muss es noch. Kriegen wir doch bestimmt noch irgendwo erwischt hier. Ja. Jawohl. Ich will, dass sie zurückkommen, bevor sie mir zu weit weglaufen. Ja, genau jetzt wären sie nämlich zum Beispiel wieder nicht mehr Quest. Jetzt sind sie wieder Quest. Wieso sind die so schnell? Sauerei. Bleibt hier. Im Wald bin ich schneller. Ah, oh, Mist. Oh. Wir spielen jetzt hier aber nicht Ping-Pong, oder? So, nachts und im Wald bin ich schneller. So, jetzt kommt Rani auf den Meter. Mann. So, Quest erledigt. Ich sollte übrigens mal aufhören, die Auxiliaren zu Fernkämpfern zu machen, weil wir hatten ja festgestellt, die sind fast genauso gut wie die normalen Legionäre.
Erschreckenderweise. Gut. Und ein bisschen Knete haben wir auch wieder übrig, immerhin. Oh, ein Turnier. Nee, komm, es passt erstmal so. Stehen wir hier eigentlich in der Rangliste? Platz 8 noch, oh je. Mit dem Asterix bin ich am wenigsten schon auf dem zweiten Platz. Wieder ein Nasalhelm. 90! Schönes Ding. Nein! Besser. Okay. Warum sind die eigentlich ständig Amazonen? Wo kriege ich die? Ich will auch welche. Vielleicht kann ich damit die Schwertschwestern kontern. Oh! Ohne Schild nur ein Hand. Jawoll! Gib dem Legionär was zum Stechen und du bist tot! Ja, da freust du dich, wa? Und die Zuschauer toben! Ah, nichts zum Schmeißen für mich? Okay. Wow. Alles klar? Alles klar? Okay, war jetzt nicht die fairste Art und Weise, aber hat funktioniert. So. Verstehe ich bloß nicht so ganz, warum sie hier Schwungschwerter nehmen statt Stichschwerter. Also Gladius, meine ich. Habe ich aber, glaube ich, schon ein paar Mal erwähnt, so. Gefühlt 70.000 Mal. Willst du noch einen? Hier bitte. Ich habe noch zwei. Gute Nacht. Warum muss ich gerade an Boromir denken? Nehmen wir den Helm oder nehmen wir ihn nicht? Weil eigentlich ist der nicht. Na, das eigentlich gehört er nicht zu der Mod. Gut, das sind jetzt bloß 10 Punkte mehr, ne? Nee, es sieht absolut nicht römisch aus. Absolut nicht. Der wird verkauft. Gut. Wollen wir doch mal gucken tun, dass ich mal unsere Garnison ein bisschen aufgeräumt bekomme. Denn da sind viele Truppen drin, die ich eigentlich gar nicht finanzieren möchte. Moment, jetzt juckt mir gerade die Nase. Oh. So, das heißt jetzt aber auch gleichzeitig, dass ich einmal den hier mache. Und nochmal. Denn ich nehme jetzt alles mit, was nicht römisch ist, und bringe das einfach irgendwo in eine Garnison hin. Moment, ich Idiot. Jetzt habe ich meine Optios und Co. mit rausgeworfen, ne? Ach. Obwohl, diese Bogenschützen hier. Ah, nee, komm. Obwohl, warte mal, der hier doch. So, ich will jetzt da einfach mal ein bisschen aufräumen. Also, wie gesagt, ich will jetzt nicht sagen, dass die irgendwie schlechter wären, aber ich finde es ein bisschen befremdlich, wenn ich halt eine römische Burg unter römischer Herrschaft habe und da sind dann Griechen und Germanen und Mongolen als Verteidiger drin. Ist dann irgendwie komisch, ne? Noch die Optius mitnehmen.
Okay, ich glaube, ich habe jetzt keinen Spezialisten hier unten übersehen. Weiter oben auch nicht. Okay. Ah ja, hier ist mein Standartenträger. Okay. So, sind wir jetzt irgendwo drüber oder drunter? Nee, alles wieder gut. Poros hat gar nicht mal so viele Männer, ne? Und Poros ist Grenzstadt. Komm, bring was dahin. Gibt uns ja auch nochmal ordentlich Einflusspunkte. Wieso zum Geier ist der immer noch am Upgraden? Ach so, jetzt zieht er einfach so komplett durch. Mach erstmal aus. So, dann jetzt hier Festung und Garnison spenden, genau. Und mich deucht so langsam das Gefühl, dass diese Friedenszeit hier doch deutlich länger anhält, als ich dachte. Das wiederum bringt mich auf den Gedanken, dass unser Kato ja immer noch verliebt ist, aber Single. Wir könnten ihm endlich mal eine Frau beschaffen, die wiederum dann noch endlich mal Burgonika verwalten wird. Nachdem sie ein, zwei Kinder geboren hat. Ich denke, da sollten wir uns mal langsam drum kümmern. Aber jetzt muss ich erstmal wieder meine Truppe zusammenstellen hier. Ach du Heiliger. Wir fangen erstmal hier bei Level 1 an. Kannst du das bitte auch mal hier nach Typ machen? Das wäre sehr nett, danke. So, dann hätte ich gerne 30 von denen. Und jetzt geht's wieder an die Bogenschützen. Ich lasse mal jetzt absichtlich hier die Slinger drin. Die werden dann später hoffentlich zu Bogenschützen. Beziehungsweise auch zu besseren Slingern. Moment, mach das nochmal so und setz dafür aber die drei hier wieder rein. Ah ne, Quatsch, ich hatte ja immer 40, ne? Moment. So. Wenn wir ehrlich sind, an Reitern könnte es eigentlich doch nochmal ein bisschen mehr sein. Bitte immer noch nach Typ sortieren. Ich weiß nicht, warum er sich das nicht merkt. Oh, den Rest füllen wir jetzt wieder mit Infanterie auf. Ja, ein bisschen Auxiliare, warum nicht? Triaria lasse ich mal hier. Zu viel. Lässt sich noch ändern. Moment. So. Wunderbar richtig. Haben wir da wieder einen ordentlichen Trupp. Und vor allem jetzt müsste eigentlich die Sicherheit hier richtig nach oben schießen, oder? Ja, Pustekuchen. Es waren vorher 140 Garnisonen. Jetzt sind es 170 circa gewesen, ne? Oder? Nee, es sind weniger als vorher, alles klar, ich verstehe. Ja gut, okay. Verdammte Axt. 71 Tage, das dauert echt ewig, ne, dieses Projekt durchzuziehen. Aber ich finde es halt essentiell wichtig. So, jetzt aber mal, hier, Helden, weiblich. Mal begegnet. Okay, da haben wir uns die Diaska gemerkt. 26, Stufe 10. Die wir ja befreit hatten. Genau, die hatten wir befreit. Dadurch sind wir uns begegnet. Die ist geizig, aber ehrlich und abgebrüht. Was sind wir? Nur kühn. Ich glaube, wir gucken uns doch noch mal ein bisschen um. Vielleicht ist sie doch nicht die Richtige. Die kann ja nur reiten.
Ich hatte hier noch eine gesehen. Martira. Oh, okay, nee. Also, nee. Also, sowohl von den Werten als auch vom Alter her, nee. Wir wollen ja auch Kinder bekommen. Also gucken wir uns mal ein bisschen durch die Städte, durch die Festungen durch. Unterwegs können wir wieder ein bisschen gucken, wegen Quest annehmen, beziehungsweise Barbaren zerschlagen. Vor allem muss ich daran denken, dass wir Geld machen. Niemand da. Okay. Vielleicht sollte ich doch mal einfach den hier machen. Weiblich Imperium. Mina tot. Okay, bitte lebendig. Huch. Viviana. 33 ist, glaube ich, noch ein Alter, wo sie noch gut schwanger werden können. Aber ach, die hat auch wieder so blöde Skills, ne? Ja, die kennen wir alle noch nicht. Also mit Imperium kann ich auch wieder nicht unterscheiden, welches Imperium. Ach, Mensch. Ledig ist schon mal wenigstens eins. Fürst, Fürsten. Das ist egal. Adlig. Adlig ist einfach niemand, alles klar. Elea. Hängt gerade hinterher. Die ist vorsichtig. 19, Stufe 8, kann auch nur reiten. Narf! Kann man hier irgendwie... Ach, nach Alter und Verhältnis kann man hier auch... Oh! Die hat schon ein bisschen Vogt. Nee, das ist Speer, stimmt. Aber hier ist Vogt. Debana. Großzügig, ehrlich, kühn, dass wir auch sind, und grausam. Passt alles nicht so. Du bist gerade nicht zufälligerweise Single, oder, Ragea? Ich frag bloß mal so. Man, nee, die ist auch nicht mehr fruchtbar halt, ne? Das ist, das sagt das Spiel so, liebe Leute. Also nicht falsch verstehen, ja. Das Spiel sagt das so voraus. Die Efi. Das ist doch die, die wir in der letzten Staffel unserem Wolf zur Frau gegeben haben und sie einfach Efi getauft haben. Die ist nicht verheiratet. Geizig, kühn, impulsiv. Das ist noch okay, würde ich was sagen. Bei den Werten ist auch noch im Alter, wo sie schwanger werden kann. Wir schicken ihr mal ein kleines Liebesbriefchen. Oder? Amprela besitzen die. Sie ist sogar Fraktionsanführerin. Ah, nee, doch nicht. Okay, alles gut, habe ich verguckt. Alles gut. Anführer ist ein Kurion. Okay. Jo. So und so und so. Gut, ich gucke mich dabei wieder um. Obwohl, hier war eine Eskorte, ne? Mist, ist weg. Aber Armee vom Wilderen geht auch. Ja, 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 ja. So, welches Dorf? Da. Und das heißt wieder kurz vor Mitternacht, ne? Ja. Konnte man da nicht sogar drin warten? Machen wir kurz ein Save, weil ich bin gerade nicht mehr sicher, bevor ich jetzt die Mission wieder verkacke. Möchte man, wir konnten uns jetzt hier drinnen einfach aufhalten und dann... Genau. Sag mal, ist das heute irgendwie ein Fluch? Ist die Wetter-App kaputt? Muss ich die vielleicht mal ausschalten? Ah. Okay. Infanterie. Nach vorne natürlich. Schützen. Können sich mal hier aufstellen. Ein bisschen breiter, bitte. Ja, gut, hat wunderbar nicht funktioniert. Herzlichen Schrank hoch. Danke.
So, und die Kavallerie direkt hier. Wenn der Gegner kommt, kriegt er aus dem Maul. Oh, die Milizen haben wir auch noch hier, passt ja. So. Fällt mir ein, bei der Größe vom Infanterieblock, den ich jetzt mittlerweile habe, könnte ich eigentlich schon zwei Kohorten bilden. Zu jeweils 80 Mann. Andererseits habe ich da wieder keine erste Kohorte, ne? Da vorne sind ja Schützen! Okay. Mit Karacho rein. Ich würde da gern rüber. Ach man. Die Miliz rennt ja gerade schon vor. Der soll unsere Kavallerie unterstützen und in der Zeit rennt unsere Infanterie mit drauf. Aber ja, stimmt. Wilderer, klar. Das sind größtenteils Schützen. Hätte ich auch von selbst dran denken können. Ah gut, wir haben gut Chaos gestiftet da jetzt. Und jetzt kommt erst die Infanterie so richtig rein. Wenn ich jetzt aber treffen würde, könnte... Danke. Die laufen ja schon weg. Fang! Danke. Ah, das gab einen schönen Bonus jetzt. Also Verhältniszuwachs meine ich. Okay, reicht. Nur vier Bauern gestorben, alles klar. Das habe ich wieder nicht geguckt, ne? Aber stimmt, hier steht nichts davon, dass ich ein Pferd brauche zum Aufleveln. Können wir, ne? So, wie sieht's jetzt langsam mal bei dir aus? Hast du jetzt endlich mal den Bunge 40? Nee, immer noch nicht. Mann. Aber hey, 3500 habe ich gekriegt. Alles klar. Gut, ihr Lieben, leider immer noch kein Krieg, aber der Kampf gegen die Finanzen geht weiter. Ich hoffe, dass euch gefallen hat und wenn ihr mehr sehen wollt, schaltet einfach morgen wieder rein. Ciao.